Verfügst du über wahre innere Stärke, dann erkennst du dich hier garantiert wieder. Es gilt als eines der mächtigsten Krafttiere überhaupt, der Wolf. Seine mysteriöse Erscheinung, sein Familiensinn und sein streng hierarchisch geordnetes Rudelleben faszinieren uns Menschen schon seit jeher. Viele Sagen und Legenden, Märchen und Erzählungen ranken sich um den Wolf. Mit Abstand am faszinierendsten jedoch finden wir jene Wölfe, die einsam und scheinbar von der Welt verlassen ihre Bahnen ziehen. Sie wirken unantastbar, wie Geschöpfe, die nicht von dieser Welt sind. Und in der Tat braucht es einiges an Willensstärke und Mut, um allein in dieser rauen Welt existieren zu können. Woran du erkennen kannst, dass in dir das unbeugsame Herz eines einsamen Wolfes schläft, verraten wir dir in unserem heutigen Video. Wenn du noch nicht Teil unserer großartigen Community bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Du weißt ganz genau, was du willst. Klingt einfach, ist es im Alltag aber nicht immer. Viele Menschen quält dieser Gedanke FOMO, was so viel bedeutet wie Fear of Missing Out. Die unendlichen Möglichkeiten führen dazu, dass wir uns nicht entscheiden können, aus Angst etwas Besseres zu verpassen. Wer sich selbst treu bleibt, findet jedoch sein Element und seine Bestimmung. Nummer 2. Deine Beobachtungsgabe ist beeindruckend. Einsame Wölfe in freier Wildbahn haben gar keine andere Wahl, als ständig auf der Hut zu sein. Menschen, die überwiegend auf sich selbst gestellt sind und es auch gar nicht anders haben möchten, geht es ganz ähnlich. Sie verfügen über eine messerscharfe Beobachtungsgabe und lieben es, ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Die ganze Welt ist für sie eine Bühne und alle anderen die Spieler, die man genüsslich aus etwas Abstand bei ihrem Tun beobachten kann. Nummer 3. Du bist ein aufmerksamer Zuhörer. Wer die Welt erobern will, muss sie erst verstehen. Da die Welt im Wesentlichen von uns Menschen gestaltet wird, tun wir gut daran, einander zuzuhören. Nur so können wir lernen und uns weiterentwickeln. Je aufmerksamer wir anderen gegenüber sind, desto besser für uns. Außerdem bleiben gute Zuhörer in guter Erinnerung, was für die wenigen gemeinsamen Berührungspunkte, um die auch einsame Wölfe nicht herumkommen, nur von Vorteil sein kann. Nummer 4. Auf Außenstehende wirkst du stets ein wenig geheimnisvoll. Das Faszinierende an einsamen Wölfen, menschlichen wie tierischen, ist ihre geheimnisumwobene Aura. Leicht zu durchschauen sind sie nicht. Wer sein Herz nicht auf der Zunge trägt, steht schnell in dem Ruf, mysteriös zu sein und ein geheimes Doppelleben zu führen. Wer wenig über sich preisgibt, ruft bei seinen Mitmenschen ein unstillbares Verlangen hervor, mehr zu erfahren. Dabei gibt es meistens gar nichts Großartiges oder Weltbewegendes zu berichten. Ein schönes Leben in Einsamkeit ist eine runde Sache, die für sich selbst spricht. Nummer 5. Deine Grenzen schützt du mit allen Mitteln. Was wir an einsamen Wölfen wahrscheinlich am meisten bewundern, ist die Souveränität, mit der sie ihrer Wege gehen. Sie ziehen ihr Ding durch, koste es, was es wolle. Gerade Menschen, die sich nichts gefallen lassen und mit dem Wörtchen Nein keine Probleme haben, ringen uns großen Respekt ab. Nummer 6. Du liebst es, Zeit alleine zu verbringen. Dieser Punkt ist eigentlich selbsterklärend. Menschliche Einzelgänger tun dies aus freien Stücken. Niemand zwingt sie dazu, aber sie genießen jede Minute ihres Alleinseins. Wer niemanden braucht, um sich vollständig und ganz zu fühlen, wird nie mit innerer Leere und Desorientierung zu kämpfen haben. Nummer 7. Am liebsten magst du es unkompliziert. Das Leben von modernen Eremiten gleicht einem sehr überschaubaren Rhythmus. Sie brauchen wenig und sind sehr genügsam, was das Materielle betrifft. Ihre wenigen Kontakte und Interaktionen jedoch müssen tiefgründig und produktiv sein. Für schwierige Menschen oder andere Komplikationen hingegen haben sie nichts übrig. Nummer 8. Du bevorzugst sinnvolle Aktivitäten.
Das Schöne an der selbstgewählten Einsamkeit ist, dass man sie zu 100% nach eigenem Ermessen gestalten kann. Die vielen lästigen Verpflichtungen, denen andere Menschen meinen, nachkommen zu müssen, fallen weg. Wer es sich aussuchen kann, teilt sich seine kostbare Lebenszeit sinnvoll ein und bevorzugt eben solche Aktivitäten. Nummer 9. Dein privates Netzwerk ist überschaubar. Einsame Wölfe sind nicht vollkommen ohne Anschluss, aber der Kreis ist übersichtlich, in dem sie sich gesellschaftlich bewegen. Diese Menschen haben es aber auch leicht. Wer niemanden braucht, kann wählerisch sein und entscheidet sich für einige wenige, dafür aber gute und verlässliche Gefährten. Nummer 10. Kreativität liegt dir im Blut. Ein gewisser Hang zur selbstgewählten Einsamkeit und kreative Leidenschaften kommen oft Hand in Hand des Weges. Wer viel Zeit für sich und seine Interessen hat, kann diesbezüglich aus dem Vollen schöpfen. Viele große Künstler und Kreative neigen dazu, ihr Leben abgeschieden vom Rest der Welt zu führen. Nummer 11. Niemand muss dich motivieren. Einsame Wölfe sind hochmotivierte Mitmenschen. Es wäre ja auch gar niemand an Ort und Stelle, der das Motivationsteam und die Fanmeile bilden könnte. Wer seine Zeit für sich allein zur Verfügung hat, weiß sie auch bestmöglich zu nutzen. Applaus, Komplimente oder Denkanstöße von außen sind daher nicht nötig. Nummer 12. Du bist außerordentlich selbstbewusst. Wer gut und gern allein lebt, weiß eine Sache mit Sicherheit. Es gibt eine Person, auf die man sich zu jeder Zeit verlassen kann. Sich selbst. Das bedeutet auch, dass man den eigenen Fähigkeiten vertraut, eine ziemlich beeindruckende Problemlösungskompetenz entwickelt und daher irgendwann weiß, was man alles kann. Allein durchs Leben zu gehen, macht selbstbewusst, stark und unbeirrbar. Unser heutiges Fazit: Die Seele des Wolfes beschert dir das Herz eines Löwen. Viel schiefgehen kann für einen Menschen nicht, wenn als Geist oder Totemtier der einsame Wolf über ihn wacht. In der freien Natur sind das übrigens nicht die Schwachen, die aus dem Rudel ausgestoßen werden, sondern starke Jungtiere, die dem Rudel bessere Dienste leisten, indem sie aus einiger Entfernung ein Auge auf Freund oder Feind haben. Wer allein seine Bahnen zieht, muss keineswegs einsam sein. Solche Menschen sind starke Persönlichkeiten, die ganz genau wissen, wo sie im Leben hin möchten, wie sie dorthin kommen und wer sie auf ihrem Weg begleiten darf. Allein und auf sich gestellt zu sein, bedeutet unbeugsame Stärke, ein hohes Maß an Eigenmotivation und den eigenen Wert zu kennen. Wer allein seinen Weg gehen kann, den kann nichts und niemand aufhalten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.